Hallo und ganz herzlich willkommen bei Brigittes Stempelstelle. Ich habe euch heute eine kleine Karte. Das ist eine ganz einfache Karte und die ist mit dem Magnoliengruß-Stempelset gestempelt. Und dazu braucht ihr ein Papier in Savanne. Und zwar muss das 10,5 cm breit sein, 21 cm lang. Und ihr falzt es dann nochmal bei 10,5 cm, dann habt ihr so eine kleine quadratische Karte. Und dann braucht ihr ein weißes Papier. Das ist groß 8x8 cm. Und dann braucht ihr noch ein schwarzes Papier. Das ist 8,5x8,5 cm groß. Und dieses weiße Papier, das wird hier fixiert. Und ich habe mir hier auf meinem Stamparatus schon diese wunderschöne Magnolie drauf montiert. Und jetzt fixiere ich das weiße Papier hier, mache auf meine Magnolienblüte das Stempelkissen in Savanne und dann stempel ich das hier ab. Na. Dann habt ihr hier so schön die halbe Magnolie dran. Und dann habe ich hier noch dieses mit lieben Grüßen, den Stempel, der ist auch aus dem Magnolien-Set. Den mache ich mal noch kurz sauber, dass ich euch zeigen kann, wie ich den montiert habe. Ist so, dass ihr dann einfach nur dieses mit lieben Grüßen hier drauf drauflegt, so wie ihr es gern auf eurem Papier haben möchtet. So, dann klappe ich den Stamparatus zu und dann kann ich hier schwarze Stempelkissenfarbe drauf machen und dann klappe ich das einfach zu und habe dann auf meiner Karte dieses mit lieben Grüßen drauf gestempelt. Und jetzt braucht ihr das nur noch zusammenkleben und es ist eine ganz schnelle, einfache Karte, die ihr wunderbar schnell stempeln könnt und die wirklich trotzdem einfach ganz edel aussieht. Dann klebt ihr einfach nur das weiße Papier auf das schwarze Papier und nachher das schwarze Papier hier drauf und dann habt ihr eine wunderschöne kleine Grußkarte, die ihr einfach nur bestempelt habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Anleitung und schaut nächsten Mittwoch wieder hier rein, wenn es wieder ein Mittwochsvideo in meiner Stempelstelle gibt. Alles Liebe, eure Brigitte.